So kennt es das Musical-Ensemble des Landestheaters. Auf der Bühne stehen im Kostüm, das Publikum im Dunkeln. Und so sieht es beim Schlosspark Open Air aus. Private Klamotten und Face-to-Face mit den Zuhörern. Ich habe halt bewusst geschaut, dass ich in so viele Gesichter wie möglich schaue. Und ja, natürlich, das macht was. Es wird dadurch viel persönlicher und unmittelbarer. Also kriegt ganz was Intimes. Das ist sehr schön. Schön war auch am Ende des Abends, hat Daniela Dett den Bühnenkunstpreis des Landes Oberösterreich überreicht bekommen. Davor hat sich das Ensemble so präsentiert, wie wir es selten sehen. Bei All We Have Is Now kommt Konzertstimmung auf. Also es ist eigentlich auch ein Konzert, also auch ein bisschen, um zu zeigen, was haben wir gemacht, was machen wir, worauf kann sich ein Publikum freuen oder was gibt es noch für geheimnisvolle Titel, die Sie vielleicht noch nie gehört haben. Und das Tolle, was wir jetzt auch heute Abend festgestellt haben, dass diese Location groß ist, großzügig und trotzdem intim. König der Löwen. Piaf. Aber Queen. Ein bisschen bekommt man das Gefühl, dass sich das Ensemble seine Lieblingshits ausgesucht hat. Alle durften mal so ihre Wünsche einreichen. Und natürlich muss das Ganze einer Dramaturgie folgen. Das heißt, am Anfang ist das Publikum noch konzentrierter. Da kann man etwas kompliziertere, schwerere Titel wählen. Und nach hinten hin soll das immer mehr Party werden und eigentlich immer mehr Freude machen. Und dann soll das Kollektiv, also die Gemeinschaft dieses Ensembles auch noch mal rauskommen. Und deswegen auch so viele Gruppennummern. Und das, glaube ich, hat allen auch irgendwie Spaß gemacht. Die Premiere des Schlosspark Open Air hat auch dem Publikum Spaß gemacht. Für alle, denen Operetten oder Kabarett lieber ist, auch das gibt's im Outdoor-Saal des Landestheaters. Die Infos zum Programm gibt's online.